So, da sind wir wieder. Zurück mit Call of Duty Modern Warfare 3. So. Bevor wir anfangen, jetzt hier zu spielen, möchte ich mal kurz ein paar Worte an euch richten. Und zwar, vor diesem Part habe ich drei weitere aufgenommen, die aber alle schlecht waren und irgendwelche Bugs hatten. Also, ja. In den meisten Fällen war es einfach so, dass da ungefähr eine halbe Minute Standbild war und dann die Aufnahme abgebrochen ist und ich konnte nicht weiter aufnehmen. Deshalb habe ich jetzt die Einstellung nochmal geändert, alles nochmal so richtig optimiert, den Rechner neu gestartet und ich nehme jetzt auf die externe, auf meine externe Festplatte auf, damit es auch keine Probleme mit der Festplatte gibt, dass sie zu fragmentiert ist oder so, weil die externe ist fast neu und ja, irgendwie so. Hoffe ich, dass es jetzt richtig funktioniert. Mein USB-Stick, den ich im letzten Part auf den Boden geschmissen habe, liegt hier immer noch irgendwo rum. Ich habe ihn gefunden. Hier ist er, so jetzt lege ich ihn mal wieder hier hin. Ja, und das wollte ich nur mal kurz sagen. Und dann fangen wir jetzt direkt mal an zu spielen. Ich kenne das Video jetzt, die Mission jetzt natürlich schon zum Teil und deshalb, ja, ich will nicht irgendwie spielen, dass ich das jetzt zum ersten Mal sehe oder sonst was. Aber ja, ich will euch auch nicht so viel vorausnehmen. Also. Seht einfach selbst. Vielleicht bin ich in diesem Part dann ein bisschen stiller, dass ihr euch das selber anguckt. Das ist eh das Coolste hier. Immer wenn man in diesen Drohnen ist und richtig schön alles wegmetzeln kann. Das mag ich am liebsten. Bam, und da ist er weg vom Fenster. F aktivieren das Flirrelsystem. Oh nee, 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 nee. Hier sieht man immer nicht, was Freund und was Feind ist. Das sind Freunde, glaube ich, oder? Ja, naja, dann. Nee, nee, nee. Das bedeutet Bomben werden hier gleich hingeworfen. Ich mach hier alles alleine weg und die werfen hier Bomben auch hin, ne? So überflüssig. Das ist jetzt irgendwie fies. Was ist das? Okay. Ach, ich habe ja hier drei verschiedene. Das habe ich in den letzten drei Aufnahmen nicht nicht rausgefunden. Ey. Ach, nochmal. Na gut. Boah, die schießt ja richtig schnell, ey. Geil. Na gut, dann klatschen wir hier mal alles weg damit. Nicht die ganze Zeit so ein. Oh, ich muss doch nachladen. Schade. Boom, boom. Boom. Da kommen ja immer neue, wie Ameisen aus einem Nest. Guter Schuss. Nicht die Gebäude angreifen. Ja, nicht die Gebäude angreifen, sei doch leise. Ab und zu kommt da eben mal ein Schuss hin. Metal 01, wir greifen Ziele in der Nähe an. Position halten. Zwei feindliche Vögel, mittig über der Gabelung da drüben. Achtung bei den Gebäuden, da könnten Zivilisten drin sein. In den Gebäuden könnten Zivilisten sein, ja, bla bla. In den Straßen könnten auch überall Zivilisten sein, da kümmern sie sich auch nicht drum. Irgendwo müssen sie alle sein. Ich soll das Gebäude zerstören, aha. Und ist. Yo! Wird voll zerstört. Okay, kein Problem. Mach ich doch gerne. Und da haben sie mich entdeckt. Irgendwie auch kein Wunder. Wenn hier die ganze Zeit eine Drohne rumfliegt und alles abmetzelt, könnte man ja erwarten, dass man irgendwann entdeckt wird. So. Okay. Rathaus. Das ist also das Rathaus. Gut zu wissen. Wow. Cooler Effekt. Flankieren, okay.
Der ist wohl tot. Aber er zittert noch. Ah ja, egal. Soll er zittern. Ich weiß leider jetzt auch schon, dass hier eine Sniper liegt, aber naja. Ihr wisst es ja nicht, also macht es für euch bestimmt mehr Spaß. Also den MG-Fritzen haben wir schon mal weggeklatscht, aber ich will hier nochmal ein bisschen mehr wegnehmen, weil das ist echt ein bisschen hart, wenn man da unten ist. Na, du stirb schon. Boah, der war gut. Na, das sollte reichen. Die Sniper nehme ich mit, ich hatte ja vorher sowieso eine Pistole. Und jetzt, wie ihr seht, ich habe einen von zwei Feinddaten. Ich habe vorhin in den vorigen Parts schon eine gefunden. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen, wo ich die gefunden habe. Also ich bin hier so hochgegangen, weil ich gedacht habe, das ist der Weg, wo man lang gehen muss. Was ist hier oben, ist nichts. Außer diese Feinddaten, die hier waren. Mit dem Rücken nach hier, der Bildschirm hier in die Ecke gerichtet, was auch immer das zu bedeuten hatte. Und dann ja, war da oben halt Feinddaten. War auch nicht schlecht. Ups. Ich glaube, ich habe jetzt 10. Ich habe gar nicht mehr darauf geachtet. Dann. Ja. Werfen wir mal eine Granate. Die haben wir da oben bei den Snipern gekriegt. Der ist auch weg vom Fenster. Von da oben kommen nämlich viele Gegner, das weiß ich noch. Und jetzt tauschen wir kurz die Sniper durch den Granatwerfer aus, um dieses Nest da wegzumachen. Boom, und da ist der Geschichte. Gut. Aber da sind, glaube ich, bestimmt noch... Oh, ohne Granate. Da sind bestimmt noch welche über, die ich jetzt nicht wegmachen konnte dadurch. Damit. Das hat echt alle mitgenommen, das ist ja richtig krank. Gerade habe ich damit nur zwei getroffen oder so im letzten Versuch, sozusagen. Also im letzten Versuch aufzunehmen, nicht zu das zu schaffen. So. Gut. Ein Panzer, oh oh. Oh shit. Oh shit, oh shit. Oh, 4 für eine Luftunterstützung. Ach nee, Markierung. Okay. Dann sollte da jetzt gleich... Ja. So gehört sich das. Gut. Wow. Und da sind wir wieder in der Drohne. So gefällt mir das doch. Also bis jetzt hatte ich keine Lex. Das scheint ja nicht allzu schlecht zu sein. So. Hätte ich auch vorher drauf kommen können, dass es an der Festplatte liegt. Ey. Naja, wollen wir mal den Tag nicht vor dem Abend loben. Immer schön auf die Markierung schießen. Die Helis wegklatschen. Und auf einmal sind sie alle weg. Habe ich den Panzer? Nein, leider noch nicht. Okay, also die fahren da mit den Hammern lang und wir sollen eben die absichern, sozusagen. Gut, dann nehmen wir mal 25 mm. Obwohl ich 40 mm besser finde. Ja komm, dann... Wie soll ich denn da? Oh 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 oh. Was? Ich habe ihn nicht unterstützt. Ich habe die ganze Zeit drauf geschossen. Die scheiß Penner. Ja, ja, ich will die doch treffen, aber das ist nicht so einfach. Noch mehr. Ich schieße doch die ganze Zeit da drauf. Warum treffe ich denn nicht? Oder ziele ich da nicht drauf? Irgendwas läuft doch hier falsch. Ja, jetzt treffe ich die dann. So. Der stürzt ab. Gut.
Das war ich jetzt aber nicht. Nein, eins wurde getroffen. Okay, jetzt habe ich da hingeschossen und bin ich wieder hier. Javelin. Boom. Ach, da ist noch einer. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Übrigens, wer es wissen will, in den letzten Parts bin ich nie so weit gekommen. Das bedeutet also, vermutlich funktioniert es jetzt. War es das? Habe ich noch Munition? Luftunterstützungsmarkierung. Werfe ich einfach mal da hinten hin. Jetzt metzeln wir uns voll auf den Eiffelturm zu. Naja, gehen wir mal weiter. Mit der fetten Javelin in der Hand. Oh nein, jetzt habe ich nur eine Sniper und die Javelin. Nein, ich habe meine andere Waffe ausgetauscht. Ach, scheiß drauf, jetzt behalte ich sie. Ach, ich habe ja genug Munition für die Sniper, dann ist ja gut. Oh oh, oh oh. Shit. Alter. Eiffelturm ist schief. Da ist einer weggeplatzt. Ah, diese dumme Shotgun oder automatische Shotgun oder was auch immer das sein soll. PP irgendwas. Das Ziel mit Rauch markieren, NP. Wenn du mir Rauch gibst, dann markiere ich das Ziel auch mit Rauch. Jetzt habe ich Rauch. Welches Ziel? Das ist da vorne, glaube ich. Dann mach das mal weg. Gut. Stirbt auch, jawohl, so soll das doch sein. Oh, das sind Freunde. Glaube ich. Ich will hier hin. Mano. Ah, hier. Ah, ne, das sind Feinde. Das sind ja. Oh, shit. Und da sind sie weg. Habe ich die Javelin noch? Schade. Nein, habe ich nicht. Also, ich habe die Javelin schon, aber keine Munition mehr für die Javelin. Diese Eiffelturmspitze könnte jetzt mal richtig schön auf die Panzer drauffallen. Das wäre nicht schlecht. Alles geht hier hoch. Und da sind sie alle platt. Und der Eiffelturm, nein, der Eiffelturm. Wow. Wie majestätisch. Und da ist er Geschichte. Wow. Aber echt gut gemacht. Wirklich gut. Wo soll ich lang? Ja. Ups. Rust an Bord.
Geil. Oh, geile Mission, die finde ich echt cool, ey. Und was mich auch noch viel mehr freut, als dass die Mission so cool war, ist, dass jetzt endlich die Aufnahme funktioniert. Endlich! Jetzt bin ich froh, jetzt freue ich mich. Erfolg! We'll always have Paris. Cool. Sein Mann geredet? Ja, die Soundlecks sind natürlich jetzt da. Wir haben Namen, Daten, aber besser als wenn ich gar nicht aufnehme. Alles ausgepackt, sogar Free Gator. Der Verdacht hat sich wohl bestätigt, Captain. Makarov macht sich neue Freunde. In 6 Stunden trifft er sich mit seinen Beratern. Das Treffen findet im Hotel Lustig mit dem Zentrum statt. Ich habe bereits ein Team für diese Operation, doch ich bezweifle, dass sie rechtzeitig dort sind. Aber ihr seid nah. Sehr. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Makarovs Versammlung mitten in einem Kriegsgebiet klingt ja Tor. Zu viel Selbstvertrauen macht sorglos. Wir filtrieren über 2 getrennte Routen. Soap, du und Juri geht zur Kirche und übernehmt die Überwachung. Die Stadt ist abgeriegelt. Wir brauchen eine Hintertür. Überlass es mir. Gut. Das war der Ladebildschirm für die nächste Mission. Das bedeutet, damit ist dieser Part zu Ende. Endlich. Für euch war das jetzt nur 20 oder 30 Minuten, für mich waren das 2 Stunden. Also viel Spaß damit. Genießt ihn. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, was unsere Videos angeht, nicht nur Call of Duty, sondern natürlich auch Minecraft und andere Sachen, dann könnt ihr uns ja abonnieren. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem neuen Kanaldesign, falls ihr das schon mal gesehen habt, haltet und ob wir das nehmen sollen oder ob wir lieber erstmal bei dem alten bleiben sollen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Ciao!